damit herzlich willkommen zu Let's Play Skyrim Legendary Edition, aka Let's Play Skyrim Enderal. Wir spielen die Total Conversion von Shure AI, Enderal, eigentlich die größte Skyrim-Mod, die es, glaube ich, je für Skyrim gegeben hat und gab. Größer als Falskar, größer als Moonpath of Dwyer, oder wie das Ding heißt. Elsweyr, größer als alles andere zuvor. Enderal. Das Spiel ist komplett neu, das ist komplett abgekoppelt von Skyrim, deswegen wird alles, was normal Skyrim ist, nicht weiterlaufen, während wir dieses diesen Teil vom Let's Play machen. Ja, und ich würde sagen, Enderal entdecken. Wenn ihr beim Glücksspiel Geld an euren Gegner verliert, so wird dieser nur einen Teil davon beim Heimweg bei sich tragen. Ja, das ist sinnvoll. Weil sonst würden die Leute das alle ausgraben. Mal gucken, was Enderal so für uns bringt. Das ist fuck, ey. Das ist doch nicht deren Ernst, oder? Das ist Enderal? Das sieht aus wie The Witcher. Fuck. Was bist du denn, Kleiner? Ich hab hier gar nichts, ne? Pferde. Aber ich habe gar nichts. Alter, ich muss jetzt schon sagen, ich bin keine 2 Minuten im Spiel. Aber es hat mich jetzt schon gerade kaputt gemacht. Also, ich bin jetzt schon begeistert. Hier in Enderal. Einem ganz neuen Skyrim. Scheiße, Mann. Ihr seht hier gerade einen Banwar begeistert. Okay, um mit Fatih zu reden. Oh, hey, ich hab dich gar nicht kommen sehen. Und, mein Kind, wie war die Suche? Hast du es finden können? Scheiße, Mann. Wir haben einen Vater. Wo sind wir hier, Fatih? Wo wir hier sind? Zu Hause natürlich, mein Dummerchen. Was ist das denn für eine Frage? Nur Schwesterchen, Mutter, du und ich. Und jetzt sag, wie war die Suche? Hast du es gefunden? Nein, habe ich nicht. Oh, schade. Vielleicht suchst du ja einfach nur an den falschen Orten. Hast du daran schon mal gedacht? Naja, wer weiß. Ich schlage vor, du gehst jetzt erstmal rein und schaust, ob du Mutter drinnen ein wenig beim Kochen zur Hand gehen kannst. Der Schöpfer war nämlich heute gnädig zu uns und hat mir einen dicken, fetten Elch vor den Bogen getrieben. Alles klar? Ich muss die... Das ist euer Tagebuch. Ihr könnt ja eure Aufgabenstatistiken Systemmatching vornehmen. Ich muss, glaube ich, so schön diese Musik ist, das ein bisschen leiser stellen. Das ist... Das ist einfach nur geil! Wie komme ich denn raus? Oh, indem ich die Tür öffne. Ja, wer bist du denn, meine Schöne?
du meine Güte. Ich weiß einfach gerade nicht, was ich sagen soll. Ich bin... Wow. Overwhelmed. Ach du meine Güte. Oh, lecker. Ich nehme mir erstmal alles mit, damit ich am Anfang nämlich viel Geld habe. Edle Schuhe. Noch mehr Schuhe, ein Fass. Oh weh, ich hatte ganz vergessen, was das für eine Sauerei hier drin ist. Aber übertrieben habe ich nicht, oder? Ein richtiges Prachtstück der Gute. Also, dann würde ich mal sagen, wir machen uns an die Arbeit, oder? Aber was ist mit Mutter und Schwesterchen? Was? Ach siehste, das habe ich total vergessen. Die sind doch tot, weißt du nicht mehr? Du hast sie damals ermordet, alle beide. Aber ist doch eigentlich auch egal, oder? Was passiert ist, ist passiert. Und so bleibt immerhin mehr Fleisch für uns übrig. So, weißt du noch, wie das geht? Erst weg mit der Haut, dann auf mit dem Bauch, dann raus mit den Gedärmen. Ich suche in der Zeit nach einem schönen, großen Messer, damit wir ihm den Kopf abtrennen können. Den will ja niemand essen. Was? Was? Aber ich habe die beiden nicht getötet. Das waren die Männer mit den Masken. Und das sind alle drei Gesprächsoptionen. Ach, mein Dummerchen. Was soll denn das jetzt schon wieder? Wir wissen beide, dass das eine Lüge ist. Du warst es. Ich weiß es noch ganz genau. Als erstes hast du Schwesterchens Krippe angezündet. Sie hat doch dann so schrecklich laut geschrien, weißt du nicht mehr? Mutter hat es mitbekommen und wollte sie retten. Aber als sie endlich oben war, war da nur noch verbranntes Fleisch übrig und... Ach, warum kommst du eigentlich immer wieder mit der alten Geschichte? Kannst du mir das mal erklären? Du weißt doch, wie unglücklich es mich macht, wenn du das tust. Du hast sie ermordet. Punkt aus, fertig. Und egal, wie oft du es abzustreiten versuchst, es ändert nichts daran, verstehst du? Gar nichts. Und jetzt lass uns bitte endlich essen. Ich bin so verflucht hungrig. Aber ich habe die beiden nicht getötet. Das waren die Männer mit den Masken. Beim Namen des Schöpfers! Was sollen diese Lügen? Reicht es denn nicht, dass du uns ermordet hast? Musst du mir auch immer und immer wieder mit diesem verdammten Gejammerer auf die Nerven gehen? Manchmal wünschte ich, der Schöpfer hätte mich nur ein klein bisschen weniger barmherzig, ein klein bisschen weniger gutgläubig geschaffen, weil ich dann nämlich rechtzeitig erkannt hätte, dass du von Sünde befleckt bist. Und anstatt dich großzuziehen, durchzufüttern und dir Liebe zu schenken, hätte ich dich gleich nach deiner Geburt in den Pferdetrog gesteckt, so wie es richtig gewesen wäre. Ja, ich hätte dich töten sollen. Ich hätte dich einfach töten sollen. Genauso wie du uns getötet hast. Und jetzt glaubst du, du wärst sicher, weil wir alle unter der Erde liegen, was? Na dann hör mal gut zu, mein Kind. Da hast du dich geschnitten. Und weißt du auch warum? Weil die Toten nicht vergessen. Hörst du? Die Toten vergessen nicht. Und jetzt genug des Geredes. Ich will endlich essen. Bring mir das Fleisch, du verzogenes Balk. Bring es mir. Bring mir ein schönes, knuspriges Stück Fleisch! Bring mir ein schönes, knuspriges Stück Fleisch! Bring mir ein schönes, knuspriges Stück Fleisch! Was war das denn? Beendet ein schöner Sommertag. Beginnen wir mit einer Frage. Vielleicht wird sie euch simpel erscheinen, aber dennoch bitte ich euch, darüber nachzudenken. Was unterscheidet einen freien Menschen von einem Sklaven? Für nun jedoch beginnen wir diese Geschichte, wo eine andere vor 3 Jahren endete. Beim Fall der Lichtgeborenen. 4000 Jahre hatten sie über diese Welt geherrscht. 7 Arkanisten, die durch Magie unendliches Leben erlangt hatten.
Sie gaben der Menschheit in einer Zeit des Chaos das, was sie ihrer Meinung nach brauchte. Eine harte, aber beständige Herrschaft. Binnen eines einzigen Jahrhunderts einten sie die zerfallenen Länder. Und nur ein weiteres Jahrhundert später war ihr menschlicher Ursprung vergessen. Sie wurden zu Göttern oder Lichtgeborenen, als die sie sich verehren ließen. Doch je länger sie herrschten, desto mehr Stimmen wurden laut, die sie der Tyrannei bezichtigten. Die lauteste davon war die Nara zu Arantias. Und ihm gelang schließlich das Unmögliche. Das einzige erleuchtete an der Region ist ein brennender Tempel. Er scharte eine Armee um sie, stürzte die Lichtgeborenen und schenkte den Menschen ihre Freiheit wieder. Der Preis dafür war jedoch verheerend. Denn wo Machtlücken entstehen, entbrennen Kämpfe. Und so geriet die Welt in den Zustand, in dem sie sich heute befindet. Zerfallen, zerrissen und zerbrochen. All das waren gute Voraussetzungen dafür, dass niemand in all dem Chaos eines bemerkte. Der Tod der Götter hatte noch etwas anderes in Bewegung gesetzt. Ein Uhrwerk, das lange stillgestanden hatte und dessen Zahnräder sich nun langsam wieder zu drehen beginnen. Dies ist die Geschichte eines Menschen, der frei sein wollte. Entschuldige, das war eben etwas harsch. Ich bin einfach nervös, das ist alles. Es war wieder der Traum, richtig? Ja. Wenn wir für jede Nacht einen Groschen bekämen, in der du, seit wir uns kennen, schreiend aufgewacht bist, wären wir jetzt vermutlich mit unserem eigenen Sternschiff nach Enderal unterwegs. Und nicht so. Manche Dinge ändern sich wohl nie. Hast du dich schon mal gefragt, ob du dich vielleicht tief in dir selbst verantwortlich machst? Also für das, was deinen Eltern passiert ist? Nun, wie kommst du darauf? Vielleicht, aber selbst wenn, was soll das ändern? Warum sollte ich? Diese Bastarde von Schöpfertempel haben das zu verantworten, nicht ich. Nein, vielleicht, aber selbst wenn, was soll das schon ändern? Wahrscheinlich nichts, das stimmt. Aber wer weiß, vielleicht wird ja jetzt alles anders. Schon verrückt, welche Wege das Leben manchmal geht, oder? Hier sind wir, auf dem Weg in ein fremdes Land. Hättest du mir das vor ein paar Wochen erzählt, hätte ich dich für wahnsinnig gehalten. Aber wenn diese Geschichten wirklich stimmen, dann gibt es keinen besseren Ort für einen Neuanfang. Nicht einmal Sklaverei soll es auf Enderal geben. Kannst du es glauben? Das ist doch unglaublich. Einzig und allein diese blinde Passagiersache bereitet mir Kopfschmerzen. Aber wer sein Schiff so schlecht bewacht, ist selber schuld. Außerdem hätten wir uns die Passage sonst niemals leisten können. Nicht nur dir. Aber vielleicht können wir das Geld hier zurückzahlen, sobald wir darüber eine Einstellung gefunden haben. Joa. Wir reden hier von 500 Groschen. Selbst wenn wir da drüben Arbeit finden, werden wir das Geld vor allem erstmal für uns brauchen. Mach dir keine Illusion. Was wir hier tun, ist Diebstahl, nichts anderes. Leider. Aber gut, ist ja jetzt auch vergossenes Wasser. Ich hoffe nur, dass wir es als Fremdländer auf Endera leichter haben als die in Nerim. Deine Mutter war doch auch ein Flüchtling damals, oder? Woher genau kam sie nochmal? Das hast du mir schon 100 Mal erzählt, aber ich vergesse es immer wieder. Ach, Quatsch. Die Charaktererstellung. Wie lange ist es her? 581 Folgen. Eieiei, halb Aeterna. Auf dem sumpfigen Kontinent Myr Aranat aufgewachsen. Zwang die durch einen jahrzehntelangen Krieg verursachte Zerstörung des Landes viele Aeterner zur Flucht in andere Länder, wo sie unterschiedliche Schicksale erwarteten. Manche verfolgten und missachteten sie ob ihrer angeborenen Magiebegabung, manche vergötterten sie dafür. Viele Aeterner verdienten sich ihr Leben als fahrende Spielmannsleute. Der Halb-Arazealer.
dem kargen, steppendurchzogenen Kontinent Arazial entstammt, sind die Arazialer von der Spaltung ihres Volkes geprägt. Während die nomadischen Steppenbewohner ihre pantheistischen Bräuche pflegten, beachten die Küstenbewohner diese als primitiv und ringen um die Anerkennung als vollwertiger Teil der zivilisierten Welt. Halbkilene. Als abgeschottenes Volk sagt man den Bewohnern des Gürtels von Kilae einen eigenbrötlerischen Geist nach. Kilaen gelten als begnadete Geschäftsleute, ein Gerücht, was sich nicht zuletzt durch die auf den Inseln von Kilae ansässigen Süßwasserhandelskompanien als Wahrheit beweist. Die Halbkurianer. Kurianer entstammen dem namensgebenden Wüstenkontinent, das sowohl unfruchtbar als und ungastlich gilt, gleichzeitig aber als Wiege der Wissenschaft, der Musik und der Kunst. Während viele Fremdländer Kyra für seine fortschrittliche Kultur bewundern, gelten sie, gerade auf religiösen Kontinenten wie Enderal, oft als ketzerisch und sittenlos. Ich glaube, ich würde entweder einen Kilaen oder einen Kyrianer nehmen. Das ist so der Hochelf, das ist Nord. Ich glaube, ich nehme den Kyrianer. Doch. So, R. Nee. Enter? Leertaste. Huch! Steam Overlay wollte ich nicht öffnen. Ah, machen wir es einfach so. Geschlecht. Wir könnten natürlich auch mal eine Frau spielen. Das wäre ja mal was, ne? Das fände ich gar nicht mal so schlecht. Da hätte ich mal Lust zu. Komm, spielen wir eine Frau. Eine schöne. Es gibt nur eine helle Einstellung hier. Gewicht. Hier dünn. Wir sind ja eine Frau. Wir haben ja hier, ne? Schönheit sieht ja 90, 60, 90. Hauttyp. Oh Gott! Wir sehen perfekt aus. Schmutz. Kein Schmutz. Narben gibt's auch nicht. Keine Tattoos. Nee. Gesicht. Der Nasentyp. Ja, die Sims. Das ist eine gute Nase. Nasenhöhe. So, Nasenlänge vielleicht ein bisschen länger. Kiefernweite. Ja, ist schön so ein herzförmiges Gesicht, ne? Die Kieferstellung, die Wangenknochen. Nur Wangenknochen sind ja immer sehr beliebt. Die Wangenfarbe. Würde ich so machen, dann ist das möglichst gleich. Die Nasolabialfalte muss jetzt nicht zwangsläufig sein. So, hier dann haben wir dieselbe Farbe. Die Nase soll auch dieselbe Farbe haben, genau wie das Kinn. Und der Nacken. Und der Kopf. So Augentyp. Ja, das ist ein guter. Ich will blauer. Ach du Scheiße. Ja, das sind gute Augen. Ich finde eigentlich, die Augen gehen auch schon so. Oh ja, schön. Weiter, der Rest ist schon gut. So Taylor Swift Lippen wären perfekt. Sowas. Bisschen niedriger. Lippenfarbe. Ja, so. Haare. So, was haben wir denn für Frisuren? Erstmal mache ich eine andere Haarfarbe, damit wir die Haare auch sehen. Ich will blond sein, wenn es geht. Das ist schon, glaube ich, das Blondeste, was wir haben. Aber das geht schon mal. Wie sieht das aus? Na. Oh, das ist schon besser. Ja, das kann man auch machen. Das finde ich sogar derzeit mein Favorit. Was ist das? Nee, das sieht alles nicht so aus.
Merkel. Wobei, das war ja Merkel modern. Das ist nicht lore-friendly. Das sind keine Haare. Das ist eine Männerfrisur. Ich nehme diese... Wie war das? Ich vermute, es war diese hier. Ja. So, abschließend und Charakter benennen. Jo. Miss Vanva. Eigentlich ja schon, ne? Kyra, richtig, ich erinnere mich. Sie ist damals vor dem Bürgerkrieg dieses schwarzen Halbmonds geflohen. Irgendwie zynisch, oder? Manche Schicksale scheinen Eltern an ihre Kinder weiterzugeben. Ja. Ja. Naja. Ich werde mich jetzt erstmal ein paar Stunden aufs Ohr hauen. Du bist nämlich dran mit Wache... Moment. Hörst du das? Na, wunderbar. Da ist wer. Die Weiber von heute wollen einfach niemanden mehr, der ihnen den Hof macht. Das ist das Problem. Früher war das alles anders. Und jetzt genug gequatscht, wir sind da. Wo habe ich denn bloß diesen dämlichen Schlüssel hingesteckt? Scheiße, was wollen die hier unten? Schnell, mach die Lampe aus. Ja, ja. Gut. Und jetzt bloß leise bleiben. Ach, na bitte. Hinein in die gute Stube. Boah, da stinkt hier drin ja wie die Eier des ersten Bartyern. Wie soll diese Kiste nochmal aussehen? Klein und mit einem Zeichen des Zuckerinselbunds drauf, glaube ich. Ah ja, richtig. Da ist der schwarze Wächter, warum die Kapitänin das so kurz vor der Ankunft noch unbedingt haben will. Du schaust oben, mich unten, alles klar? Alles klar. Alles klar. Oh, Scheiße, die lassen uns keine Wahl. Wir müssen was tun. Du übernimmst den Alten und ich den Jungen, los! Wer von denen ist der Alte? Du das zu... Moment mal. Da ist wer... Einen Haken. Oh Gott. Haken. Oh. Los, weich ihm aus. Ah, deine Ausdauer ist gering. Jo, das weiß ich. Schlag. Und da schlägt nämlich keine Frauen. Was ist denn der mit der... Aua. Nebensenergie ist gering. Ich kann ja nichts machen. Oh, oh. Habe ich irgendwas? Ich bin tot. Was mache ich jetzt? Aha. Oh, ich muss, also was ich machen muss, ist das heller stellen. Allein das hat wenig gebracht, habe ich das Gefühl. Ah, oh, kurz warten. Schon besser. Hoffe ich. Einen Haken! Gib ihm einen verdammten Haken! Oh Gott, wer? Los, weich ihm aus! Na, wunderbar. Ah, gut, dass das mit einer Prügelei anfängt hier. Ich weiß gar nicht, wen ich schlagen muss. So, hier. Schwanz schlägt keine Frauen. Frauen dürfen nur zurückschlagen. Wow. This is name is John Cena. Oh Mann. Oh Mann. Das war gar nicht geplant. Überhaupt nicht. Was machen wir denn jetzt bloß mit den beiden? Töten wir sie? Vielleicht sollten wir uns einfach stellen, fesseln und knebeln wir. Sobald wir anlegen, schleichen wir uns besser raus. Ja. Ja, das macht Sinn, natürlich. Der eine hat doch gesagt, dass es nur noch ein paar Meilen bis nach Enderal sind. Mit etwas Glück bemerkt bis dahin niemand, dass sie fehlen. Komm, hilf mir suchen. Irgendwo muss ja hier ein Seil oder sowas rumliegen. Und ich dachte... Wir hätten das Gröbste überstanden, nachdem wir es an Bord geschafft hatten. Tja,
kann man sich täuschen. So, wir hätten uns auch als die ausgeben können. Meine ich ja nur so. Ja. Schick, ich sehe aus wie Solda. Diese Person ist beschäftigt. Interagieren, sei. Arme verirrte Seelen. Die Wahrscheinlichkeiten haben sich gegen euch gewandt. Was zum... Wer seid ihr? Mein plötzliches Erscheinen verwirrt euch. Aber meine Identität ist nicht von Bedeutung. Ihr, lieber Sirius, seid es diesmal leider auch nicht. Was? Scheiße, erzählt niemandem von uns, bitte! Wir wollten doch niemandem etwas Böses. Diese Kerle sind einfach... Ihr bittet mich, euch nicht zu verraten, weil ihr nichts Böses im Sinn hattet. Und ich glaube euch. Aber leider werden meine Taten nicht von Mitgefühl bestimmt. Der erste Flügelschlag muss geschehen, damit sich die Wahrscheinlichkeiten fügen können. So wie sie es schon immer tun, seit Äonen. Es tut mir leid, Sirius. Nein. Was? Oh nein. Was passiert hier? Was tut ihr da? Ach du Scheiße. Bis Rick und Sebald euch zufällig entdeckt haben. Daraufhin habt ihr die beiden verprügelt. Und als ihr sie fesseln wolltet, ist plötzlich eine verschleierte Frau aufgetaucht und hat euch mit Wildmagie überrumpelt. Richtig? Ja, ich weiß, es klingt verrückt, aber so war's. Bitte, Madame. Wir hatten einfach keine Wahl. Das müsst ihr uns glauben. Der Krieg ist... Wir wollten doch einfach nur etwas Frieden. Und eine zweite Chance, mehr nicht. Frieden. Ja, ich verstehe. Ihr wolltet ein neues Leben in einem neuen Land. Und da mein Schiff das einzige ist, das seit den Kriegen überhaupt noch so weit fährt, wart ihr förmlich gezwungen, ohne Bezahlung mitzufahren. Ja, wir könnten für euch arbeiten, Madame. Das Deck schrubben, Kartoffeln schälen, irgendetwas, wie wir unsere Schuld abbezahlen können. Und wenn wir erstmal... Wirklich, wirklich herzerweichend. Aber seien wir doch mal ehrlich. Ihr hattet sehr wohl eine Wahl. Ihr hättet bei mir anheuern können, wie die anderen auch. Aber das habt ihr nicht getan. Stattdessen habt ihr euch in meinem Schiff eingenistet wie die Fleischmaden und auf den Schultern meiner Mannschaft ausgeruht. Und jetzt erzählt ihr mir irgendeine Scheiße von verschleierten Frauen und Wildmagie? Sagt mal, für wie dämlich haltet ihr mich eigentlich? Ich kenne eure Sorte. Ihr seid ehrlose Halsabschneider, Straßendiebe, nichts weiter. Habt wenigstens den Schneid und steht dazu. Was? Nein, ihr täuscht euch. Bitte, lasst mich erklären und ihr werdet... Eure Erklärung interessiert mich so viel wie ein Stück Dreck unter meiner Stiefelsohle. Richte ihn auf, Ruga. Aber Herrin, sie... Tu es. Jawohl. Tut mir leid, Junge. Ihr hättet in Nerim bleiben sollen. Aber... Was? Aber das könnt ihr doch nicht tun. Oh doch, das kann ich. Nein, bitte... Na, sieh mal einer an, da ist jemand aufgewacht. Fesselt sie an ihren Kumpanen und dann schickt sie zu den Fischen. Und zwar schnell, bevor mir schlecht wird. Viel Spaß in eurem neuen Leben. Aua. Was bedeutet schon Zeit? Das ist nicht groß, was verbindet. Nichts zwischen alles zu verdammter Scheiße. Ich weiß, dass ich nicht real bin. Zumindest nicht nach eurer Definition des Wortes. Ich weiß verdammt genau,
Junge, aber was ist denn schon? Wer ist Sweet? Soll ich die gar nicht verarschen? Sie könnten doch so viel ändern, was wir einfach nur wollen. Alles beginnt mit den Träumen. Erinnert euch. Was? Wo? Wo bin ich? Verlasst die Zwischenwelt, indem ihr das Talent Meditation mit P auswählt und Meditation mit Y auswählt. Was haben wir denn hier? Interagieren. Hüter-Schildstoß. Durch den Gegner mit der Schild durch den geringe wahrscheinlich immer bei den Entwaffneten? Nee. Oh Gott, erhöht Angriffs- und Laufgeschwindigkeit und aber schmälert eure Fähigkeit zu blocken. Außerdem landet ihr auf eine kritische Treffer. Was ist das? Ach, das sind ganz viele. Ach so. Ah, ich verstehe. Man kann ganz viele unterschiedliche Talente hier lernen. Das ist die Rage. Der Schatten des Windes. Und der Fokus. Aber wo ist die Meditation? Das ist ein Baum. Salbenkunde, Giftkocher. Das ist ein komplett neues Skillsystem. Diese Erinnerung ruft euch in das notwendige Basiswissen als Kriegers. Au. Vielleicht sollte ich auch auf P drücken. Meditation. Oh. Mein Spiel ist abgestürzt. Ich würde sagen, bis zur nächsten Folge und tschüss.